Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zu My Summer Car. So, unser Auto wird noch eingestellt. Letzte Folge haben wir es zu Flat Terry gebracht, haben auch schon Kohle bezahlt. Und so langsam geht uns auch die Kohle aus. Mal ein bisschen weiter hinten hinsetzen. Endlich gibt's Gurte in diesem Auto. So, in den Drive-Mode. Und dann langsam von der Straße runter. Dieses Auto ist ein Biest. Wer es nicht kennt, lernt es kennen. Ohne Spaß, also... Wisst ihr, was cool wäre? Wenn man noch einen Führerschein machen müsste. Auf geht's. So geil, Leute. Leider schaukelt es sich genauso behindert auf wie der Van immer noch. Und das ist so schade, weil das so ein tolles Auto ist. Aber egal, ist okay. So, ich habe den Wahlhebel jetzt auf 2 gestellt. Dadurch, dass wir auf Schotter fahren, ist nämlich die Gefahr niedriger, dass wir ausrutschen. Heckantrieb, sehr viel PS. Ihr kennt das. Aber es ist wirklich ein wunderschönes Auto. Und ich hoffe irgendwann, dass My Summer Car auch einen 8-Zylinder bekommt oder so. Auch wenn es nur ein Mod ist, ist mir egal. Wirklich. Ich würde ihn einbauen. Mit richtig bulligem Sound und alles. Mega. So, wir werden auf jeden Fall in dieser Folge uns ein bisschen um die Garage kümmern, aufräumen, sortieren, sauber machen, Kühlschrank einräumen. Und so weiter. Also ein paar Details so gesehen erledigen. Und vielleicht Holz hacken, damit wir die Kohle bekommen. So ein geiles Auto. Manchmal bin ich verleitet dazu, einfach aufs Gaspedal zu latschen. Weil da einfach so viel Power hinter ist. Unfassbar. Aber dann denke ich mir immer so, scheiße, wenn du hier Vollgas gibst, bist du weg. Also im Wahlmodus 2 passiert das nicht. Aber im Automatikmodus definitiv. Da rutscht wirklich bei Vollgas der Arsch und das die ganze Zeit.
So. Welcome home, ne? Mal kurz in den Rückwärtsgang. So. Vorsichtig in die Garage. Ist ja nun mal nur geliehen, ne? So. Schön. Tolles Auto, oder? Habe ich euch zu viel versprochen. So. Die alten Teile vom Satsuma legen wir natürlich feinsäuberlich weg. Ich sehe es natürlich nicht ein, dass wir jetzt hier das Problem dann haben irgendwann, dass wir die Teile vielleicht... Vielleicht kann man die auch verkaufen oder so, ne? So, die Federn behalten wir. Der Koffer kommt wieder hier oben hin. Wollen wir uns ein Bierchen gönnen beim Holzhacken gleich? Ich bin mir noch nicht sicher. So. Achtung, zack. 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 Wunderbar. Das ist, glaube ich, die Uhr. Die brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Kommt auch da unten hin. Sonst dürfte hier so gesehen nichts mehr rumliegen. Was ist das? Das ist der Wagenheber, der normale. Muss ja nicht auf dem Boden liegen. Kann ja auch hier oben liegen. Das ist die Weihnachtsbeleuchtung im Übrigen. Sonst dürfte das Regal ja relativ leer sein, oder? Es ist tatsächlich leer, ne? Ja. Schön. So gehört sich das auch. Hier haben wir das Motorrad stehen. Subwoofer-Panel. Ich werde die Scheiße nicht einbauen. Das sehe ich auch irgendwo nicht ein. Ich meine, wir bauen ja ein Rallye-Auto. Ne? Und was bringt es uns? Ich muss das Panel ein bisschen sichtbarer hinlegen, damit ich auch drankomme. Was bringt es uns, ein Rallye-Auto zu bauen, wenn wir auch noch voll reinhauen im Thema Gewicht? Ne? Klar, die Sitze werde ich alle rausreißen müssen. Definitiv. Das steht fest. Das werde ich auch tun. So. Erstmal einen Schluck trinken. Wunderbar, und dann werden wir jetzt Holz hacken. Auf geht's. Ich meine, wir müssen es ja tun, ne? Achso, was ich gucken wollte ist, die Location steht, glaube ich, ja genau, da, cool. Da ist es. Cool, man sieht jetzt auch, was man hier machen kann. Also hier ist, Fischchen liefern und hier ist die, Feuerholzlieferung, das heißt... Hier an der Kreuzung rum, um die Ecke. Hier ist. Und hier der Typ halt. Ne? Also nichts Großartiges oder so. Wo man jetzt stark überlegen muss, wohin das Holz kommt. Das ist eigentlich einleuchtend. Übrigens muss ich sagen, ist das Haus gar nicht so hässlich und es ist gut bedacht, ne? Huch. Weil es ist ebenerdig. Das heißt, fürs Alter gedacht. Ich frage mich, ob die Eltern irgendwann wiederkommen. So, trecke die Track. Komm her, mein Freund. So. Ach ja. Und jetzt los. Ich habe jetzt vergessen, dass das ja andersrum ist. Die Handbremse nach unten drücken ist aus und andersrum ist an. Kann passieren. Sieht natürlich alles millionenmal besser aus, wenn man den Trecker mit Lenkrad fährt, ne?
Wunderbar. Sehr schön. Haben wir das auch wieder erledigt, ne? Perfekt. Hier ist übrigens der Dieseltank. Also der Kanister dazu. Vielleicht sollten wir... Ja, bevor wir anfangen, Holz zu hacken. Noch eine kleine Aufgabe nebenbei. Vielleicht sollten wir schon mal den Wagen bis da fahren, ne? Könnt mir ja schon mal in die Kommentare reinschreiben, wie ich das Teil nachher nach oben bewege. So dass ich das ausschütten kann. Das wäre super lieb von euch. Sounds sind schon geil, oder? Vom Traktor. Das heißt, verratet mir kurz, wie ich den gleich auskippen kann. Weil das weiß ich wirklich nicht. Das habe ich beim letzten Mal schon sehr, sehr lange überlegt. Und ich finde es einfach nicht. Wisst ihr? Ich finde wirklich keine Funktion oder so, wo ich den entlernen kann. Das wäre cool, wenn ihr das wisst. Und schreibt es mir bitte einfach in die Kommentare. Dankeschön. So, los geht's. Ich meine, ist jetzt eine scheiß Arbeit. Aber was muss, das muss, ne? Wir brauchen ja jede Menge Holz. Also werde ich jede Menge Holz zubereiten. Das ist hier ja jetzt nicht wirklich ein Problem oder so. Ich meine, diese Holzlieferung lohnt sich wirklich, ne? So. Lol. Hat sich das Holz gerade... Jo. Teilweise schießt sich das Holz selber in den Truck. Das ist schon cool. Und teilweise fliegt es irgendwo hin. Ich sehe das kommen, dass ich das gleich echt suchen muss, ne? Naja. Schon so ein bisschen nervig. Also normalerweise fällt das auch um, ne? Normalerweise. Aha. Geht doch. Zack. Zack. Wunderbar. Herrlich. So muss das fliegen. Haben wir etwa die optimale Position gefunden, wie das Holz einen perfekten Abflug macht? Ich meine, wir haben natürlich jetzt was zu tun, ne? Also Holz ist natürlich jetzt nicht der lukrativste Job. Oh, danke fürs Reinfliegen direkt. Wir könnten noch näher ranparken. Ich denke, mit viel Glück würde das sogar dann auch noch funktionieren. Aber ich denke auch, dass manche Holzteile wirklich einen langen Flug hinter sich haben. So, wir laden schon mal auf. Ich meine, das geht jetzt auch nicht von Hühnerhot, ne? Zack.
Ich weiß jetzt nicht, wie lange das hier dauert, aber ich meine, es ist ja nun mal eine Überlebenssimulation, ne? So gesehen. Hallo? Aha. Die folgenden Bilder sind nichts für schwache Nerven. Okay, das Ding ist sogar noch zusammen montiert. Das ganze gute Feuerholz hier. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie oft man hier liefert in diesem Land. Aber kann natürlich sein, dementsprechend braucht man natürlich auch sehr viel Feuerholz, ne? Das muss man sich ja mal durch den Kopf gehen lassen. Hier haben wir noch einen Block liegen. Also zwei jetzt mittlerweile. Ist aber nicht so tragisch. Zack, zack. Es geht relativ flott. Ei, Karamba, Leute. Ich glaube, wir haben so in der kurzen Zeit, würde ich sagen, gute ein Viertel aufgefüllt. Oder? Ja, ich glaube schon. Oh, das ist aber schon gut, was wir aufgefüllt haben. Sehr gut sogar. Zack. Zack. Achso, das ist einfach nur imaginär da. Man kann es leider nicht nutzen. Ja, gut. Na komm. Ach komm, das ist jetzt blöd. Aha, geht doch. Warum geht's denn jetzt nicht? Aha. Man muss nur die richtige Position finden und dann läuft's wieder. Ist das schön, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns genau an diesem Ort auch wieder im nächsten Part wieder. Dann werden wir das Holz fertig hacken. Denke ich zumindest. Oder hoffe ich zumindest. Sagen wir mal so. Und dann werden wir es nächste Folge definitiv ausliefern können. Dann dürften wir eigentlich so weit sein von der Menge her, dass wir dann sagen können, wir können es ausliefern. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden Einzelnen, der dabei ist. Und auf jeden Fall vielen herzlichen Dank an jeden Einzelnen, der ein Like da lässt, ein Kommi und vielleicht auch meinen Inhalt teilt. So, vielen herzlichen Dank an alle, die zugeschaut haben. Wir sehen uns im nächsten Part morgen 19 Uhr wieder. Und bis dahin bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen. Einen schönen Abend noch und Tschüssikowski, Leute. Macht's gut. Ciao.